Papa, es brennt kein Licht. Er ist bestimmt nicht da. Du hättest anrufen sollen. Ich kenne doch meinen Bruder. Der liegt bestimmt im Bett mit einer Brünetten und spielt Schach mit ihr. Na klar, dann klingel doch mal. Wer ist das denn? Ich erwarte niemanden. Ich zieh mir schnell was an. Sowas Blödes aber auch. So, jetzt gut aufpassen. Na, das macht dir so schnell keiner nach. Na siehst du, er ist zu Hause. Und wieso spielt er im Dunkeln Schach? Da ist er. George? Hallo Bruder, du musst deine Koffer packen. Was? Wieso? Erzähl. Ich habe eine Nachricht von Professor Chandler bekommen. Dem Professor? Er glaubt, er hat das Artefakt gefunden, nachdem er schon so lange sucht. Na, dann kommt mal rein. Setzt euch. Möchtet ihr etwas trinken? Gern, aber nur ein Wasser. Ich will eine Limo. Gut, ich gehe schnell in die Küche. Fühlt euch wie zu Hause. Stell deine Tasche einfach dahin. Okay. Der Professor glaubt also, er hat das Artefakt gefunden. Das sind ja tolle Neuigkeiten. Das wird bestimmt interessant. So, noch die Limo. Jawohl. Hallo Orson. Hallo Tante Henry. Hallo George. Hallo Henrietta. So ein Zufall, dass du hier bist. Ja, ein Zufall. Das scheint ja was Ernstes zu werden mit dir und Charlie. Naja, vielleicht. Mal abwarten. So lange kennen wir uns ja noch gar nicht. So, hier kommen eure Getränke. Ein Wasser für meinen Bruder. Bitteschön. Danke. Und eine Limo für meinen Neffen. Dankeschön. So, dann erzähl doch mal von Professor Chandler. Du weißt doch, dass er schon seit Jahren nach dem goldenen Schild des Pharao Ramses sucht. Er scheint jetzt einen handfesten Hinweis auf dessen Versteck gefunden zu haben. Dem Schild werden besondere Kräfte zugeschrieben. Man glaubt, dass Ramses es nur damit geschafft hat, 66 Jahre lang zu regieren. Er ist selbst schon zu alt, um die Reise anzutreten. Deshalb fragt er, ob wir Interesse daran haben. Natürlich haben wir das. Und das weiß er auch. Er wollte am Telefon nichts Genaues sagen. Wir sollen ihn deshalb in seinem Wohnsitz in England aufsuchen. Ich habe bereits einen Flug für uns gebucht. Oh, cool. Kann ich mit? Nein, du bist noch viel zu jung. Es könnte gefährlich werden. Viele sind hinter dem Schild her. Och Mann, das ist gemein. Außerdem musst du zur Schule gehen. Du bleibst bei deiner Mutter. Ich kann ihn gerne hinbringen. Ich wohne ja in der Nähe. Na toll. Oh, das wäre klasse. Vielen Dank, Henrietta. Gut, dann brechen wir gleich auf. Musst du nicht erst packen? Für überraschende Abenteuer wie dieses habe ich immer einen gepackten Koffer parat. Na sowas. Auf Wiedersehen, Charlie. Auf Wiedersehen, Papa. Auf Wiedersehen, George. Tschüss, Onkel Charlie. Passt auf euch und viel auf. Glück. Macht euch keine Sorgen. Auf Wiedersehen. Ich pass schon auf ihn auf. So, Orson, dann bring ich dich mal nach Hause. Na gut. Bringst du mir Schach bei?
Außenminister empfangen? Wir haben Glück. Die Schlange ist nicht lang. Der Nächste, bitte. Bitte die Metallgegenstände aufs Band legen. Und der Nächste, bitte. Okay, der Nächste, bitte. Bitte legen Sie den Koffer aufs Band. Na klar. Halt, bitte treten Sie vor. Warum passiert mir das immer? Okay, Sie können weitergehen. Danke. Ich möchte einmal erleben, dass ich durch diesen blöden Metalldetektor komme, ohne dass er losgeht. Glaubst du, wir sind auf dem Weg in ein neues Abenteuer? Na, das will ich doch hoffen. So, hier wohnt der Professor. Ich bin gespannt, was er zu berichten hat. Ich auch. Tja, gleich werden wir mehr wissen. Was glaubst du? Wo wird unsere Reise hingehen? Nach Ägypten. Ich glaube nicht, dass der Schild jemals das Land verlassen hat. Hallo, Professor. George. Charlie, Professor. Schön, dass ihr so schnell gekommen seid. Bitte kommt doch rein. Ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Flug. Ja, danke. Bitte nehmt Platz. Vielen Dank. Ich bin ja so froh, dass ihr hier seid. Ich glaube, ich werde beobachtet. Beobachtet? Wie kommen Sie darauf? Nun, ständig stehen irgendwelche Wagen vor dem Haus. Leute sitzen auf der Mauer vor dem Zaun und lesen Zeitung. Und dann dieser Postbote. Der fährt bestimmt 10-mal am Tag mit seinem Fahrrad am Haus vorbei. Post hat er aber noch nie gebracht. Das ist natürlich alles sehr verdächtig. Haben Sie eine Ahnung, wer Sie beobachten könnte? Nein, nicht im geringsten. Haben Sie außer mir noch jemanden von Ihrer Entdeckung erzählt? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Nun ja, ich habe meinen Studenten gegenüber erwähnt, dass ich in dieser Sache kurz vor einem Durchbruch stehe. Oh, na kein Wunder. Das könnte natürlich einige Leute neugierig gemacht haben. Dann erzählen Sie doch mal, was Sie herausgefunden haben. Vor einem Jahr hat man bei Umbauarbeiten im Lager des Museums eine alte Kiste entdeckt. Darin befanden sich bisher unbekannte Artefakte einer Expedition, die Ende des 19. Jahrhunderts Ausgrabungen in Abu Simbel gemacht hat. Abu Simbel ist eins der bekanntesten Bauwerke Pharao Ramses. Ich habe die Gegenstände sorgfältig untersucht und zuerst nichts Ungewöhnliches gefunden. Außer, dass die Schriften von zwei der Steintafeln zwar eindeutig auf Pharao Ramses zurückzuführen sind, aber sonst überhaupt keinen Sinn ergaben. Das könnte darauf hindeuten, dass der Inhalt verschlüsselt wurde. Genau. Und es hat eine ganze Weile gedauert, dahinter zu kommen. Der Code ist ganz schön raffiniert. Der Schlüssel für eine Tafel ist jeweils auf der anderen Tafel versteckt. Und was haben Sie herausgefunden? Der Text handelt vom Schild des Ramses und seinem Weg in die Ewigkeit. Ich glaube, es handelt sich dabei um eine detaillierte Wegbeschreibung zum letzten Versteck des Schildes. Sehr interessant. Natürlich existieren viele der beschriebenen Orte heute nicht mehr. Aber ich glaube, mir ist es dennoch gelungen, den Ort ausfindig zu machen. Hier, ich habe eine Karte angefertigt. Das ist ein Stück weit südlich von Kairo, mitten in der Wüste. Genau. Es muss sich um eine kleine Pyramide mit einem versteckten Eingang handeln. Hätte man den inzwischen nicht schon längst gefunden? Nun, wer immer dort bisher gesucht hat, er hatte nicht den Stab. Den Stab? Ja, der befand sich auch in der Kiste. Wofür soll der gut sein? Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte eine Art Schlüssel sein. Auf jeden Fall ist er wichtig. Gibt es sonst noch etwas, was wir wissen müssen? Ja, einige Passagen auf der zweiten Tafel deuten auf Fallen hin. Ich konnte sie aber noch nicht vollständig übersetzen. Es ist anzunehmen, dass der Schild nicht ohne Schutz zurückgelassen wurde. Können wir Kopien der Tafel bekommen? Ja, natürlich. Ich habe die Tafeln digitalisiert und samt meiner Forschungsergebnisse und Übersetzungen auf diesen USB-Stick kopiert. Sehr schön. Dann brechen wir gleich auf. Hier, danke.
Auf Wiedersehen, Professor. Und erzählen Sie niemanden davon. Natürlich nicht. Viel Glück. Und sie hat auch keine Seriennummer? Nein. Hier, überzeug dich. Okay, abgemacht. Hier ist die Kohle. Obst und Gemüse aus eigenem Anbau. Du besoffener alter Esel. Wie hast du mich genannt? Los, verschwinde von hier, sonst passiert ein Unglück. Süße Bananen, frisch von der Plantage. So, wir sind da. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie wir in die Pyramide kommen. Hey! George! Alles in Ordnung? Der Typ hat mich einfach umgerempelt. Ach Quatsch, warum sollte der das denn tun? Du bist bestimmt nur über deine eigenen Füße gestolpert. Haha, sehr witzig, Charlie. Ich könnte schwören, der hat versucht, mich zu beklauen. Vielleicht fallen wir zu sehr auf. Wir sollten uns andere Klamotten besorgen. Da hinten scheint ein Laden zu sein. Kokosnüsse aus der Karibik. Heute drei zum Preis von vier. Guten Tag. Guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir benötigen Kleidung und Ausrüstung. Hemden und Hosen finden Sie gleich dort vorne. Ausrüstungsgegenstände und Umkleidekabinen sind hinten im Laden. Okay, danke. Wir schauen uns mal um. Bin gespannt, was die hier so haben. Cooler Helm. Ich glaub's ja nicht. Die verkaufen Taucherausrüstungen. Mitten in der Wüste. Die haben doch einen Knall. Geil. Den muss ich haben. Schau lieber mal nach einer anständigen Tasche. Erst probiere ich jetzt die Hose hier an. So, das sieht doch ganz passabel aus. Charlie, wie weit bist du? Ah, na das ist ja wieder mal typisch, du alter Angeber. War ja klar, dass du dich mal wieder als Indiana Jones verkleiden musst. Hallo George, ich bin fertig. Mit wem redest du da? Ich dachte, Guten Tag. Guck dir den Angeber da an. Läuft rum wie Indiana Jones. Ja. Vielleicht geht er zum Maskenball. Hallo Fräulein, wir sind fertig und wollen die Sachen gleich anbehalten. Kein Problem. Es freut mich, dass Sie alles gefunden haben. Das macht dann 100 Pfund. Bitteschön. Ach, sagen Sie, wie kommt man eigentlich in die Pyramide hinein? Wir sind Forscher und wollen dort gerne eine Theorie überprüfen. Also früher gab es mal regelmäßige Führungen, aber das ist schon eine Weile her. Ich glaube, inzwischen ist der Eingang sogar verschlossen. Und hat jemand den Schlüssel? Wahrscheinlich der Statthalter. Aber ihr solltet gute Argumente mitbringen, wenn ihr versteht. Verstehe. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Herr Major, Sie sind da. Kauf eines Premium-Trinkpokale-Sets erhalten Sie heute als Gratisbeilage die DVD Lego The Movie. So, dann auf zum Statthalter. Yep. Tomaten aus Holland, garantiert geschmacksneutral. Äpfel und Birnen aus Europa. Was glaubst du, mit welchen Argumenten können wir den Statthalter überreden? Die Frage ist nicht mit welchen, sondern eher mit wie vielen. Ich hab auf jeden Fall... Hey! Autsch! Hey. Das gibt's doch nicht, schon zum zweiten Mal! Na warte, den kaufe ich mir. Der ist fällig. Autsch. Na also. Los, schnapp ihn dir. Hey, Winner. Haltet den Mann auf. Was soll das? Auf. Au. Das gibt's doch nicht. Idiot.
Was soll das? Gleich hab ich dich. Glaubst du wirklich? Das gibt's doch nicht. Hehe. Charlie, kannst du mich hören? Oh, mein Kopf. Was ist passiert? So eine Scheiße. Fast hätte ich ihn gehabt. Fast hätte er dich gehabt. Am besten erholst du dich erstmal, während ich mit dem Stadtältesten spreche. Ja, gut. Oh, mein Auge. Nein, Eiscreme, das hilft nicht wirklich. Kühle Eiscreme. Eiscreme, der Herr? Ja, ein großes Wassereis, bitte. Hier, bitte sehr. Danke. Ah, das tut gut. Hä? Ja, bitte. Guten Tag, mein Name ist George Decker. Guten Tag, bitte nehmen Sie Platz. Danke. Also, Herr Decker, was kann ich für Sie tun? Mein Bruder und ich sind Forscher und wir würden uns gerne die Pyramide ansehen. Der Zugang zur Pyramide ist leider zurzeit nicht möglich. Oh, warum nicht? Das klamme Stadtbudget erlaubt es uns nicht, einen Führer zu beschäftigen und notwendige Reparaturen durchzuführen. Also einen Führer brauchen wir sicherlich nicht. Tut mir leid, aber es ist zu gefährlich. Gefahr ist mein zweiter Vorname. Ich verstehe. Naja, es ist ja Ihr Problem, wenn Sie sich da drin die Haxen brechen. Allerdings könnten wertvolle Artefakte beschädigt werden oder sogar abhanden kommen. Na hören Sie mal, für wen halten Sie mich? Sie scheinen mir ja durchaus ein ehrenwerter Mann zu sein, aber leider... Ja? Also gut, Sie dürfen die Pyramide betreten. Vielen Dank. Sie tun der Wissenschaft einen großen Gefallen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und? Alles klar. Ich hab den Schlüssel. Dann auf zur Pyramide. Hast du das gehört? Nö. Ganz schön aufregend. Die Tür ist schon mal offen. Oh, stockdunkel. Wir haben ja Taschenlampen. Stimmt. Sollen wir Sie aufhalten, Herr Major? Nein, nein, Miss Bratinova. Lassen Sie ruhig die Arbeit für uns machen. Eigentlich seltsam, dass hier kein Licht ist. Vielleicht gab's Taschenlampen bei den Führungen. Die Special-Sondergruselführung oder so. Weißt du den Weg zur Grabkammer? Laut Plan gibt's nur einen Weg. Eine Treppe. Erster Stock. Verbandszeug, Einbalsamierung, Urnen und Sarkophage. Also irgendwie finde ich das jetzt nicht so witzig. Oh, was steht denn da? Sieht aus wie eine Maschine. Könnte ein Generator sein. Hier ist ein Hebel. Mal sehen, ob das Ding noch funktioniert. Ui. Ah, viel besser. Und da vorne scheint auch schon die Grabkammer zu sein.
könnte der Schild versteckt sein. Also wenn er in der Grabkammer wäre, hätte man ihn längst gefunden. Das glaube ich auch. Es muss eine weitere verborgene Kammer geben. Also auf dem Weg hierher ist mir nichts aufgefallen. Der Professor war auf jeden Fall der Meinung, der Zugang müsste hier irgendwo sein. Vielleicht gibt es irgendwo einen Hohlraum. Sollen wir mal die Wände abklopfen? Gute Idee. Es könnte aber auch irgendein Mechanismus sein. Sowas wie ein Hebel oder ein Schalter. Na dann lass uns mal suchen. Nichts. Nein. Oh, Entschuldigung. Interessant. Aha. George? Ich glaube, ich habe was gefunden. Was ist das? Scheint irgendein Mechanismus zu sein. Also ich weiß nicht, was es ist, aber es bewegt sich kein Stück. Probier doch mal den Stab. Der könnte genau in die Öffnung passen. Ah. Uah, was passiert da? Der Boden versinkt. Tja, sieht ganz so aus, als hätten wir den geheimen Eingang gefunden. Was war das? Keine Ahnung. Aber wir dringen jetzt in den unerforschten Teil der Pyramide vor. Der Professor hat uns vor Fallen gewarnt. Wir sollten sehr vorsichtig sein. Erinnert mich ein bisschen an ein Computerspiel, was ich vor ein paar Jahren gespielt habe. Das mit den leicht bekleideten Frauen? Nein, das mit den Drachenschreien. Ja, hat ein wenig Ähnlichkeit. Huch, ups. Die Skelette fallen heute aber tief. Das war hoffentlich nur ein Luftzug. Eine Kammer mit noch mehr Gräbern. Wow, sieh dir das hier mal an. Ui. Die erste Zeichnung, die ich hier in der Pyramide sehe. Scheint von Wächtern zu handeln. Das sind dann wohl die hier. Los, komm. Wir müssen weiter. Ja, ich komm ja. Was ist das? Irgendwas ist auf meinem Rücken. Was soll da sein? Dreh dich mal um. Oh Mann. Okay. Ich würde sagen, du hast Insektenbefall. Wie bitte? Was ist denn da? Sag mal, magst du eigentlich kleine pelzige Tierchen? Was? Stillhalten. Uah. Oh Gott, ich hasse Spinnen. Die tun doch gar nichts. Verdammt, was kommt als nächstes? Hoffentlich keine Mumien. Noch eine Zeichnung. Huch, sowas. In dem Alter. Schon wieder eine Treppe. Oh, was ist das für ein Licht? Farbige Kristalle. Das Licht der Taschenlampe scheint sie aktiviert zu haben. Hübsch. Hopp. Große Kammer. Sei vorsichtig. Ich habe ein ungutes Gefühl. Da hinten geht's weiter. Stopp! Das ist eine Falle. Ach du lieber Himmel. Das war aber knapp. Wie kommen wir da durch? Der Boden scheint die Falle ausgelöst zu haben. Vielleicht kommt man hier an der Seite vorbei. Ja, das könnte klappen. Jetzt renn doch nicht einfach drauf los, George. Wieso? Es passiert doch nichts. Der rennt nochmal in seinen Tod. So, und jetzt? Hier geht's nicht weiter. Wie? Eine Sackgasse? Seltsam. Niemand würde doch eine Falle vor eine Sackgasse bauen. Oh oh. Ah, George! George! Mein Gott, lebst du noch? Der Vorsprung hat mich gerettet. Komm, ich zieh dich hoch. Also das war jetzt wirklich knapp. Vorhin hast du selbst noch gesagt, dass hier überall Fallen sein könnten. Na, wer rechnet auch damit, dass in einer Sackgasse eine Falle versteckt ist? Na, dann ist es wahrscheinlich gar keine Sackgasse. Das da vorne könnte eine Tür sein. Ja. Das wäre möglich. Und die Falle ist gleich davor. Und wie kommen wir da jetzt durch? Das hatten wir doch schon mal.
tatsächlich. Sesam, öffne dich. Haha. Also viel tiefer geht es wohl nicht mehr. Nein, sieht aus, als wäre der Erdkern nicht mehr weit. Was ist das hier eigentlich? Sieht aus wie eine große Halle. Noch so ein Kristall. Der ist aber ungewöhnlich. Wow. Unglaublich. Wie haben die alten Ägypter das nur hinbekommen? Ich habe keine Ahnung. Sieh dir nun mal diese Schätze an. Wow. Das muss der Schild des Ramses sein. Gut gemacht. Ich wusste, dass Sie beide den Schild finden würden. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ab jetzt übernehmen wir Wallenstein. Wir haben es gleich geschafft. Und ich sag extra noch, pack ein Seil ein. Huhu! Oh, wie aufmerksam von Ihnen, Herr Decker. Wallenstein. Vielen Dank, Herr Decker. Das fehlte noch in meiner Sammlung. Frechheit. Na, das hat sich ja gelohnt. Der Schatz des Edward Davis. Du bist jetzt mein. Ich hasse diesen Wallenstein. Vielen Dank und viel Glück, ihr beiden. Ja, Herr Decker, Sie wissen ja, wie das läuft. Ich bekomme den Schatz und Sie gehen leer aus. Der Schatz gehört in ein Museum. Ganz genau. Ja, in mein privates. Zumindest die schönsten Stücke. Der Rest wird meistbietend versteigert. Der Schild ist viel zu mächtig, als dass er von einer einzelnen Person besessen werden sollte. Ramses war auch nur eine Person und er hat mit dem Schild ein riesiges Reich regiert. Ach, bitte treten Sie doch mal etwas zurück. Na los. Wir wollen uns den Schild mal näher ansehen. Diesmal werden Sie kein Glück haben. Der Schild wird garantiert durch irgendwelche Mechanismen geschützt. Ach, und was schlagen Sie vor? Wollen Sie vielleicht ein Schild holen? Für wie blöd halten Sie mich eigentlich? Miss Bratinova, bitte seien Sie doch so nett und holen den Schild, ja? Jawohl, Herr Major. Keine Fallen zu sehen. Ah! Was hab ich gesagt? Oh oh. Oh Gott, ich hab's geahnt. Mumien! Hinter dir, Charlie! Geh weg, du Windelding. Na dann zeig mal, was du drauf hast. Du kommst mit. Uff. Nicht mit mir. Oh, Scheiße! Oh oh, Munition alle. Ich übernehme das. Wir sollten verschwinden, Herr Major. Genug. Wer wagt es, meine Ruhe zu stören? Erklärt euch und sagt die Wahrheit. Wer seid ihr? Wir sind Forscher. Wir erforschen die Geschichte unserer Ahnen. Ich bin Geschäftsmann und Sammler seltener und wertvoller Artefakte. Was macht ihr mit den Erkenntnissen eurer Forschung? Wir veröffentlichen sie, damit alle Menschen daraus lernen können. Was macht ihr mit den Artefakten, die ihr gefunden habt? Ein Teil kommt in meine private Sammlung. Der Rest wird meistbietend verkauft. Was wollt ihr mit meinem Schild machen? Wir wollen den Schild in einem Museum ausstellen, wo ihn jeder bewundern kann. Und ihr? Ich will den Schild benutzen, um meine Macht zu vergrößern. Und meinen Reichtum zu mehren. Euer Ansinnen zeugt von Habgier. Ihr seid nicht würdig, den Schild zu besitzen. Euer Ansinnen ist ehrenvoll. Aber könnt ihr garantieren, dass mein Schild nicht in falsche Hände gerät? Nein. Meine Entscheidung steht fest. Der Schild bleibt hier. Verlasst diesen Ort. Sofort! Wow. Was ist jetzt los?
Ach du Scheiße. Besser wir gehen. Ja, nicht zu weg. Also da kommen wir nicht mehr zurück. Und da hinten scheint es auch nicht weiter zu gehen. Wir sitzen in der Falle. Dieser Raum da ist irgendwie seltsam. Hier ist ein Spalt. Das scheint ein Schacht zu sein. Und dieser Raum ist genau in der Mitte. Ich glaube nicht, dass das nur ein Raum ist. Und dieser Hebel hier, der erfüllt bestimmt irgendeinen Zweck. Unglaublich, es ist ein Aufzug. Hey, warte auf mich. Die alten Ägypter sind doch immer für eine Überraschung gut. Oh ja. Und so begab es sich eines Tages, dass die Prinzessin... Ausgang. Wir sind da, wo immer das auch ist. Hep. Da bewegt sich irgendwas. Oh, ist das hell. Also, mit allem hätte ich gerechnet. Aber damit nicht. Was für ein Abenteuer. Allein diese Aussicht war es wert. Nur schade, dass wir den Schild nicht bekommen haben. Das Gute daran ist, auch Wallenstein ist diesmal leer ausgegangen. Naja, so ganz leer ausgegangen sind wir diesmal aber nicht. George? Du bist genial.